So, auf geht's, neue Runde. Erstmal wieder hallo YouTube. Neuer Stream. Das kannst du sehen, ja, das sehe ich, genau. Gehört der zu dir? Vertrag dich mit Lieutenant Anderson. Hey, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Glücksspiel. Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Oh, wollen wir den abscannen? Ist das überhaupt eine gute Idee, den abzuscannen? Abdor Pedro, geboren 2005, arbeitslos, Vorstrafen, illegales Glücksspiel und wer bist du? Geschäftsinhaber, Vorstrafen, Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnung. Okay. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut. Hey. Du wirst nicht bereuen. Na klar. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Warum nicht? Warum kann ich das nicht? Partner versöhnen, Fakten prüfen. Verhalten, für Verhalten entschuldigen. Wollen wir uns entschuldigen oder wollen wir uns versöhnen? Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von CyberLife denken wirklich an alles. Na, ja, sicher. Inklusive. Bitte sehr. Scannen? Hamburger! 1680 Kilokalorien, Fett 36 Gramm, Kohlenhydrate 53 Gramm, Wasser 53% und Salz 2,2. Wie süß, dass Connor versucht, mit Hank befreundet zu sein. Auf Krampf, wir wollen auch wirklich auf Krampf mit dem befreundet sein, ja? Danke, Gary, ich verhungere. Den zweiten konnte ich leider nicht prüfen. Ach, das Ding nicht. Das Getränk. Keine Chance, der folgt mir überall hin. Ja, also wir versuchen wirklich auf Krampf, ja, Wir versuchen wirklich auf Krampf mit denen gut zu sein. Glücksspiel, Cholesterin, Umgang, guten Appetit. Komm, einfach strikt guten Appetit, mehr nicht. Guten Appetit. Darum einfach nicht immer groß rumschnacken. Oft, ich denke, Hank, der achtet sowieso nicht auf sein Cholesterin. Ja, der achtet sowieso nicht auf sein Cholesterin und nur auf den Umgang genauso wenig. Essen Sie häufig hier? Meistens. Gary macht die besten Burger in Detroit. Na siehste. Abweichler, Hank und Androiden über Connor. Das ist immer schwierig mit dem Entscheiden aus dem Chat. Ich weiß nicht, ich kann nicht immer so lange Möchten warten. Sie irgendetwas über mich wissen? Das ist echt doof. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? CyberLife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich mag Hank. Hank und Androiden. Oh, das würde ich jetzt aber echt gerne mal wissen. Was ist denn sein Problem? Oder? Es ist doof, dass ihr jetzt nicht ganz mitentscheiden könnt. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Oder kann ich? Oh, ich kann pausieren. Das zählt ja nicht weiter. Ich kann pausieren. Okay, wollen wir hin und wieder mal pausieren? Wollen wir hin und wieder mal pausieren? Damit ihr mitentscheiden könnt, dann müssen wir uns quasi nur merken. Ja, dann müssen wir halt nur merken. Ja, wenn der Chat schön mit aktiv mitmacht, dann können wir auch pausieren. Okay, jetzt haben wir zwar keine andere Wahl. Ja, jetzt haben wir keine andere Wahl, jetzt haben wir nur die zwei zur Auswahl. Aber ich wollte gerade mal testen, ob wir pausieren könnten. Und das machen wir einfach. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen?
Aber sicher, doch. Ja. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Warum nicht, Alex? Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Ja, da sind wir gestorben. Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Wollen wir lügen oder die Wahrheit? Also ganz ehrlich, also meine Meinung, wir könnten natürlich die Wahrheit sagen, das ist ehrlich, ja. Damit würden wir aber Hank quasi auch nur bestätigen. Wir würden quasi Hank nur seine Sache bestätigen. Wir könnten aber auch lügen, aber lügen ist wahrscheinlich auch nicht so die coole Sache, oder? Was sagt denn ihr? 2 und 1 und die Wahrheit. Was waren jetzt 1? 1 war die Wahrheit, okay. Ihr sagt Wahrheit? Wir können die Wahrheit sagen. Können wir machen. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Oh, jetzt! Warte! Aufrichtig psychologisch kalt. Wir könnten ihnen die ehrliche Meinung sagen. Wir könnten irgendwelche Psychokacke, das würde ich aber jetzt, glaube ich, abraten von. Oder wir sind kalt und sagen ihnen einfach, bist einfach nur ein scheiß Kopf geworden. Du bist einfach nur Kacke geworden. Du bist alt geworden. Aber ich würde, glaube ich, eher so aufrichtig. Ich würde, glaube ich, die 1 nehmen. Ja, so wie ihr gerade, genau. Also ich glaube, ich würde auch die 1 nehmen. Irgendwie was gegen den Kopf klatschen, was er sowieso nicht hören will, weil er das wahrscheinlich sowieso täglich hört oder sowas, bringt es auch nichts. Und irgendwo auf Psychokacke brauchst du auch nicht machen, glaube ich, bei Hank. Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Oh. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Oh. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Das hat sich jetzt aber gerade auch böse angehört, oder? Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Das hat sich jetzt aber auch ein bisschen böse angehört, so wie er es gesagt hat. Und Hank macht sich Gedanken. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Es hat ihn nachdenklich gemacht, ja. Das wissen wir über diesen Kerl. Warte mal, ich muss mal ganz kurz den Ventilator ausmachen. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Scheiße. Das ist echt praktisch. Ja, was zum Teufel wäre kalt gewesen? Du entscheidest manchmal Sachen in diesem Game, ja? Und das kommt so extrem rüber. Weißt du, du sagst irgendwie, ja, die Blume, die sieht freundlich aus. Ja, die sieht ganz nett aus, aber die anderen Blumen sind trotzdem ein bisschen toller. So würde Connor das dann immer sagen. Connor ist immer ein bisschen merkwürdig, da musst du echt aufpassen, was du da antwortest, glaube ich. So, wir können hier irgendwas analysieren. Was haben wir denn hier? Kratzspuren, oder? Federn.
klopfen. Ich würde nur mal ganz kurz die Option abwiegen. Na, Hank, alles fresh, oder was? Komm, wir klopfen mal. Hast du Bock, Hank? Zimmerdienst! Ist jemand zu Hause? Room Service! Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Oh, bitte nicht schon wieder sterben. Bitte nicht. Connor ist schon zweimal gestorben. Befrage den Verdächtigen. Was sind für Verdächtigungen? Guck mal, wir können hier Warhack hinter die Wand gucken. Kaum! Was zur Hölle ist das denn? Scheiße, was ist hier denn los? Hier stinkt. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Okay. Na du alter Erschrecker. Habe ich das nicht gelesen? Was stand da? Irgendwie eine Jacke? Vermutlich Initialen. Achso. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter für ihre Erstklässler. Hallo, Miss Kay, ich seh dich. Ich brauche frische Luft. Also, das muss doch stinken da drin, oder? Das muss doch... Dann meine ich hier die ganzen Tauben aufscheuchen? Oder setzen die sich da irgendwann wieder hin? Okay, pass auf. Untersuche das Apartment. Bestätige, dass der Verdächtige ein Abwäschler ist und finde den Ursprung des Lärms. Stimmt, es war ja gerade noch ein Lärm gewesen. Okay, wir gucken mal. Was pustet einer urbanen Farm? Okay, was ist das hier? Pusterecke? Ach, es wurde kürzlich bewegt. Das erkennt er. Aha. Naja, gut, denn, jo. Was entfernen? Oh, was haben wir denn da? Ein Buch? Was ist das? Androidensprache oder was? Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Alter, wie viele Tauben sind da mal da drin? Wer hat denn mal die ganzen Tauben da reingelassen? Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch einiges zu entdecken, ja. Hier im Kühlschrank. Oh, bitte lass da nicht irgendein ekelhaftes Zeug drin sein. Ach, Scheiße, ich hasse diese Viecher! Verdächtiger ist nix. Schließt auf dem Androiden auf? Ja. Vogelfutter. Echte Bücher. Ich dachte, ich... Führerschein, Name Rupert Travis. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Hm. Ich mag Hank. Okay. Kann ich noch irgendwo hier anders hingucken? Nee, gerade nicht.
Loot sofort die Tauben reingelassen? Meinst du? Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Ja, das habe ich auch so gezählt. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Was steht da? Zwanghaftes Schreiben, okay. Ein Hocker. Der ist über uns, oder? Ist der über uns? Holzhocker. Wurde kürzlich umgestoßen. Spuren von Vogelfäkalien. Marker. Bitter nach Schwarz. Das heißt, irgendwer hat damit was geschrieben. Okay. Hier wurde was geschrieben. Verdächtiger war vor kurzem hier und stand auf den Hocker. Okay. Hat hier geschrieben. Ist runtergefallen. Wir haben hier die nächste Spur. Verdächtiger ist im Wohnzimmer gerannt. Okay, mehr haben wir nicht, ne? Vogelfutter. Ich fass es nicht. Dieser Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert. Probe nehmen. Bäh. Blaues Blut. Das? LED. Irgendwer hat seinen LED. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Ist hinter mir noch irgendwas? Nee. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Spuren frisch. Spurenbreite, Spuren von verzinktem Stahl. Sagt mir jetzt so nix, okay. Handabdruck frisch, keine Fingerabdrücke. Und ein Haar? Ne, Metallhaken. Kürzlich zerbrochen, rostfreier Stahl. Oh, der gute alte rostfreie Stahl. Ich bin beeindruckt. So, was ist denn hier Schönes passiert? Der Käfig ist von oben runtergefallen. Oder wie? Ah, ne. Er kam aus dem Bad. Hat aus Versehen den Käfig runtergekickt. Beim Vorbeilaufen. Verdächtiger hat gehört, wie wir reingekommen sind. Das war das Geräusch, okay. Was hat sie dann gemacht? Denn ist er nach oben gelaufen. Er ist über uns. Und klar für den Verdächtigen. Lieber Chat, ganz kurze Frage. Müssen wir ihn entlarven? Nicht, dass wir immer wieder dasselbe Problem haben. Wir wollen eigentlich helfen, wir wollen eigentlich das Gute und bewirken immer wieder das Schlechte, weil wir die Leute finden, weil wir das machen, was gerade quasi da passiert. Weißt du, wie ich meine? Müssen wir den entlarven oder können wir sagen, ja, wir haben nichts gefunden? Ja. Also wir müssen den entlarven. Bleibt uns also keine andere Möglichkeit. Das habe ich mir fast gedacht, aber ich habe gedacht, ich habe noch eine andere Möglichkeit. Entlarven. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Na klar, ich muss wieder den Job machen, weißt du. Quicktime! Ah! Leertaste!
Kann ich verkacken? Boah, sind wir schnell! Rechts, 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 scannen. Einfach, einfach, aber langsam, schnell, aber riskant. Scannen. Da kommt ein Zug. Ich will den in die Mitte nehmen. Den Weg in die Mitte. Warte, das Spiel will. Scannen. Der ist dazwischen gelaufen, ja? Warte mal, wir rennen close. Wir rennen close hier lang. Da ist er. Da hinten ist er. Wo ist er denn hin? Da. Oh, das ist ja hier total Assassin's Creed. Das ist ja hier total Assassin's Creed. Wo ist denn jetzt hin? Da oben ist er. Komm ich da jetzt hoch? Da oder da? Okay, alles klar. Schnell aber riskant. Komm, wir gehen jetzt auf einmal schnell und riskant, okay? Wir machen jetzt einmal schnell und riskant in unserem Leben. Die Musik. D! Nein! Mutti! Ja, verkackt bei Quicktime. Alter, Connor, du geile Sau. Sei vorsichtig, Arschloch. Was? Die haben mich beleidigt? Wie nennt man die Leute, die hier Parkour-Rennen machen? Die haben doch irgendeinen Namen, oder? Kannst du scannen? Sicher, aber langsam. Direkt, aber laufen. Überlaufen. Leertaste. Upsa. Scheiße, wo ist er hin? Oh, Hank ist dabei. Oh, Hank ist da. Hank! Hank! Abweichler folgen oder Hank retten? Ich würde sagen, Hank retten. Freerunner. Freerunner heißen die, okay. D. Ja, sie sagt D. Alter, ist das... Puh, mein Herz, das tuckert. Sorry, falls ich irgendwie mal übersteuern sollte oder zu laut bin. Retten, 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 retten. Okay. Rette den Hund. Ja, mach ich. Scheiße! Oh, scheiße! Wir hatten ihn! Ja, ist nicht so schlimm. Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ach, mir ist dir egal. Hey, Connor. Nichts. Er wollte Danke sagen. Er wollte Danke sagen. Er wollte Danke sagen. Ah, ihr seid jetzt befreundet. Das ist so cute. Oh, warte mal. Hier wäre wahrscheinlich gewesen, wenn wir Hank nicht gerettet haben, hätten. Ich weiß nicht, ob Hank jetzt dadurch gestorben wäre, aber wir haben ihn gerettet. Rupert ist entkommen. Okay. So, pass auf. Wir gehen mal von ganz Anfang an. Gehen wir mal hier durch, ja? Bei Hanks, wir sind jetzt mit Hank befreundet und Amanda ist jedes Mal jetzt zur Auswahl mit Connor. Amanda sind wir immer noch neutral. Software-Instabilität, Fragezeichen. Öffentliche Meinung skeptisch. Na gut. So, Hank anschließen. Haben wir gemacht. Wir haben mit Hank geredet. Wir waren ehrlich zu Hank. Dann waren wir in Aufzug. Federn untersuchen. Das hätten wir wahrscheinlich nicht machen müssen. Keine Ahnung, wie süß. Ja, das war cool, dass wir jetzt endlich befreundet sind. Also Hank ist eine coole Socke, würde ich behaupten. Also ich würde ihn jetzt so einschätzen, Hank ist ein echt korrekter Typ. Sie ist mit Connor verbunden. Ja, aber ich weiß noch nicht wie. Was? Ich weiß noch nicht genau, was Amanda für eine Rolle spielt. Was Amanda ist. Ist sie die Chefin von CyberLife oder so? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Mal schauen. Finden wir vielleicht irgendwann nochmal raus. RA9 Verweis ansehen. Verweis? Den Ausweis, oder was meint der? Wir haben Tagebuch. Wir hätten hier noch irgendwas finden können. Apartment untersuchen, LED finden. Haben wir gemacht? Wir hätten hier noch irgendwas machen können, finden können. Was denn zu diesem Ende geführt hätte? Wir hätten wahrscheinlich die Verfolgungsjagd gar nicht machen brauchen, oder wie sehe ich das? Oder wir hätten scheiße arbeiten können und hätten Wuppert nicht gefunden. Kann man so sagen? Okay. Bitte nicht so viel spoilern. Also das war jetzt, also bei mir war das jetzt so eine Vermutung mit Amanda. Ich weiß nicht, was mit Amanda ist. Ja, also Amanda haben wir ja, glaube ich, im letzten Stream das erste Mal kennengelernt. Aber was Amanda genau ist oder was die für eine Person ist, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir mit Amanda auch anscheinend irgendeine Beziehung führen. Irgendein Verhältnis haben wir zu Amanda. Ich weiß aber noch nicht genau was. So, Wuppert verfolgen, Wuppert einholen, haben wir geschafft. Ich habe nur die Frage. Alles gut, Yassi, alles gut. Hat keiner was gesagt. Alles gut. Wenn ich irgendwelche expliziten Fragen habe zu irgendwas, dann frage ich halt. Aber ansonsten alles super. Wuppert schubst Hank. Wir haben Hank gerettet. Hier wäre auch noch irgendwas gewesen. Guck mal, ich glaube, es gibt insgesamt 4 verschiedene Enden in dieser Szene.